Hallo ihr Lieben, heute basteln wir wieder etwas Schönes zusammen und zwar fangen wir diesmal an mit einem selbstgebastelten Türschild. Dafür bekommt ihr von uns bunte Pappe und müsst als allererstes einfach euer Türschild auf die Pappe aufmalen und das Ganze einmal gut ausschneiden. Jetzt könnt ihr euer Türschild mit Sprüchen eurer Wahl bemalen und dann seid ihr damit auch schon fertig. Weiter machen wir mit einem Spitzenschäfchen und zwar bekommt ihr dafür von uns schwarze Pappe oder andere Pappe, zwei Kulleraugen und eine sogenannte Tortenspitze. Und als allererstes malt ihr auf eure Pappe einen Kopf, zwei Ohren und zwei Beine für euer Schäfchen und schneidet das Ganze aus. Wenn ihr alles ausgeschnitten habt, dann kleben wir das Ganze einmal an unsere Tortenspitze an. Und zum Schluss müsst ihr nun noch eure Kulleraugen ankleben. Könnt, wenn ihr möchtet, noch einen Mund darunter malen und dann seid ihr auch schon fertig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln. Schickt uns gerne Fotos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!